Herzlich willkommen zum Thema Modelle und Perspektiven des internen Coachings. Ich vermute mal, es gibt einige, die hier drin sitzen, die den Vortrag genauso halten könnten. Ich würde gerne einen Überblick haben. Wer von Ihnen arbeitet denn als interner Coach? Würden Sie freundlicherweise mal die Hand heben? Oh, wow, ja. Herzlich willkommen. Und wer von Ihnen arbeitet als Führungskraft mit Coaching-Instrumenten und Haltung? Okay, vielen Dank für die Handzeichen. Wer von Ihnen würde gar nie die Hand heben? Nur, dass ich so ein bisschen den Gegencheck habe, wer jetzt sich geäußert hat und warum. Also ich hoffe, dass der Vortrag trotzdem für Sie interessant sein wird und dass Sie trotzdem ein paar Inspirationen mitnehmen. Ich bitte Sie, mich jederzeit zu unterbrechen, warum auch immer, weil Sie was hinterfragen wollen, weil Sie was ergänzen wollen. Das ist sehr willkommen. Das ist ja immer auch Zufall, wer hier vorne steht. Wahrscheinlich könnten Sie genauso hier vorne stehen. Also hoffe ich doch sehr, dass wir in der nächsten anderthalb Stunden Zeit unsere Erfahrung, unsere Wissen austauschen und vielleicht zu dem einen oder anderen neuen Impuls kommen. Wie habe ich mir das vorgestellt vom Aufbau her? Ich möchte gerne ein bisschen ausholen. Das ist sehr groß, was da steht, wozu Führung im 21. Jahrhundert. Aber ich denke in der Tat, dass wir gerade miterleben, zumindest wir in unseren Unternehmen und im Dialog mit vielen anderen, dass sich dieses Thema Führung wandelt. Vom Verständnis her, von der Haltung her grundsätzlich. Und es ist ja auch sehr spannend, alleine wenn man sich anschaut, jetzt diese beiden Tage, Sommercamp, und noch vier andere Veranstaltungen laufen. In Stuttgart lief Mindful Leadership, in Berlin läuft vom DGFP Leadership Revolution, was ich unglaublich spannend finde, ja, weil DGFP so konservativ, Entschuldigung, so schätze ich die halt ein, ja, wie die sind, machen gleich Revolution draus. Dann das Thema Führungsautorität in Heidelberg. Also die Kongresse häufen sich gerade massiv, die Themen häufen sich. Es wird ganz viel drüber publiziert und ich glaube, das steht einfach im Raum, dieses Thema. Die Empfehlung wäre auch, alle sagen, wir wiederholen das, du machst vielleicht ein Frühjahrs-Bootcamp draus oder so, weil ich immer wieder Menschen gehört habe, die sagen, oh, ich wäre da so gern noch hingegangen, aber so oft kann ich doch nicht auf den Kongress gehen. Ne? Und das sind dann, glaube ich, schon die interessierteren Menschen, die hier sind und die auf solche Kongresse gehen und die sich dann fast zerrissen fühlen, wo gehen wir denn hin? Also das ist meine Rahmung und da möchte ich auch gerne eben zu diesem Thema internes Coaching hinführen, weil auch in dem Buch, das wir jetzt veröffentlichen dürfen, diese beiden Perspektiven wichtig sind. Eben diese Themen, die Haltung, die Werkzeuge in der Führungsarbeit als Coach und das interne Coaching. Das ist sehr weit gefasst. Dann würde ich drauf schauen, was wir verstanden haben im Augenblick vom Thema internes Coaching, Understand, Imply, Improve, ist so die Überschrift ein bisschen, weil wie wir das wahrnehmen, eben aus unseren Perspektiven, da spreche ich oft von meinen Kollegen und mir bei Noesis und auch von dem Kollegen, mit dem ich das Buch herausgegeben habe, ist es eben in der Tat so, wir glauben nicht, dass diese Welle schon ihren Höhepunkt erreicht hat, sondern wir glauben eher, dass sie noch eine andere Form annehmen wird und da möchte ich da drauf schauen, spezifisch. Dann auf das Thema Fallstricke und Nutzen von internem Coaching und unter der Perspektive eben aus Sicht der Organisation, aus Sicht des internen Coachings. Ich habe noch den Schwerpunkt Aufbau eines Coaching-Pools genommen, Qualitätssicherung und schließlich noch drei Beispiele von Implementierung von internem Coaching. Das ist so, dass ich da gerne reinspringen möchte, vertiefend, da wo ich auch den Eindruck habe, dass Sie Interesse haben. Und ansonsten gehen wir über das eine oder andere auch drüber. Da sind zum Beispiel auch ein paar Checklisten drin. Also war einfach für mich nicht klar, wie viele interne Coaches kommen denn. Und für Sie mag das eine oder andere an Checkliste interessant sein zum Vergleichen, aber das muss überhaupt nicht und für die Menschen hier drin womöglich überhaupt nicht interessant. Also springen wir da einfach drüber hinweg. Wer möchte, kann sich gerne die Präsentation runterziehen. Wer glaubt, dass das irgendwie eher von Interesse ist, das nochmal anzuschauen. Oder eben auch gerne über Bernd Schmidt, das Institut, die auch schon gesagt haben, sie werden es dann eben auch gerne zur Verfügung stellen. Ja, und dann habe ich noch gedacht, wir machen so nach diesem ersten, nach der Rahmung mit dem Zusammenhang Führung und Coaching eine kleine Pause, eine Arbeitspause. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie die Hypothesen eben diskutieren, die ich da in den Raum gestellt habe, weil ich gerne eben auch hören möchte,
gemeinsam geteilt, Wissen geteilt. Wie sehen Sie das denn? Und wie wirkt das auf Sie? Und wo sehen Sie es ganz anders? Und das fände ich schön, wenn wir das tun könnten. Und wir würden davon dann auch nochmal ein Fotoprotokoll machen und Ihnen dann das auch zur Verfügung stellen, falls Sie Lust haben, da weiter zu diskutieren und weiter zu denken. So, jetzt schauen wir mal auf die erste Folie zum Thema. Wahrscheinlich kennen Sie das alles, haben Sie es alles schon gesehen. Wir beobachten das so seit 2011, wo Gary Hamel begonnen hat mit diesem Thema, nämlich mit seinem Artikel First, let's fire all the managers. Also auf gut Deutsch, wir schmeißen die jetzt alle raus, wir können auf die verzichten. Und dann kamen mehr oder weniger seriöse Magazine hinterher und haben eben auch diese Themen zunehmend aufgegriffen. Zum Beispiel Organisationsentwicklung hat das aufgegriffen, ohne eben zum Thema Führen ohne Macht nochmal einen großen Artikel zu veröffentlichen, den ich sehr inspirierend und spannend fand. Aber auch Managerseminare, ich glaube schon die 5. oder 6. Ausgabe, die sich mit dem Thema befasst. Und schließlich noch der Nils Pflegging, und das muss ich sagen, hat mich besonders einerseits irritiert, andererseits inspiriert, weil der Nils Pflegging eben niemand ist, der aus unserer Community kommt. Jetzt drücke ich das mal so aus. Ja. Er ist ein Controller und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Beyond Budgeting. Das hat schon in große Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt schreibt er die 12 neuen Gesetze der Führung, warum Management verzichtbar ist. Ja. Ein Controller. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, das spricht natürlich über meine internen Hypothesen, sehr interessant. Ja. Selbst die Controller greifen das schon auf. Und das ist für mich aber nur die eine Seite, die man sieht. Also ich sage es auch gleich nochmal ergänzend, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so das vom Sockel stoßen unserer Helden. Ja. Da war immer so, die Retter rettet uns und der Vorstand muss uns retten und Barack Obama muss uns retten. Und jetzt stellt man fest, die können uns auch alle nicht retten. Ja, jetzt verstoßen wir sie erstmal und entwerten sie. Und für mich kippt das in eine sehr negative Seite. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen was von meiner Erfahrung und das sagt auch was von meinem Alter. Als ich nämlich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, habe ich damals bei Opel angefangen als Berater. 4 Jahre bei Opel gearbeitet, dort haben wir Gruppenarbeit eingeführt. Teilautonome Arbeitsgruppen, das war eine ziemlich geniale Erfahrung. Sie nicken, Sie kennen das vielleicht noch. Ja, okay, vielleicht kennen wir uns von daher noch, wir müssen mal Bilder von früher anschauen. Und da habe ich eben so in Erinnerung die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Gruppen wählen selber die Gruppensprecher. Das war ziemlich hart. Dann einigte man sich in der nächsten Stufe, das Unternehmen, sprich die nächste Hierarchieebene und das Team bestimmt gemeinsam die Gruppensprecher. Das war auch noch ziemlich schwierig. Also ich habe einfach da wahrscheinlich selber aus meiner Erfahrung vergangenheitsgesättigte Landkarten, die da auch irritieren und zögern. Und die Idee, dass eine Führungskraft alle rettet, die hatten wir, glaube ich, sowieso nie. Sondern dass es eher immer das Great System ist, also das Team. Auch wenn das Team nicht so im Vordergrund steht. Das ist aber nicht die Hypothese, auf die ich kommen möchte. Das ist nur so ein Exkurs zu diesem Thema. Was ich nämlich festgestellt habe dann oder wir bei unserer Arbeit, dann gab es die Reaktion drauf und die Reaktion sah so aus. Scheißjob, Führung. Ja. Und wir sind seit März, als dieses Brand 1 Heft erschien, mit diesem Heft in unsere Führungskurricula gegangen, haben das einfach nur hochgehalten und die Führungskräfte haben, endlich fühlt sich mal einer nahe, endlich fühle ich mich mal verstanden. Ja. Weil dieses eben wirklich so die andere Seite ist, wenn man so die Retter Visionen immer hört, ja, rette uns, ah, jetzt kommt ein neuer, wahrscheinlich rettet er uns. Ja. Und dann eben feststellt, ich kann diese ganzen Erwartungen ja gar nicht erfüllen, die da an mich gerichtet sind und sich überfordert finden. Und das war so ein bisschen wie, Gott sei Dank, jetzt wird's mal klar, ich kann nicht Jesus sein, ich will auch nicht Jesus sein, ich krieg's aber irgendwie hin mit Leidenschaft. Und das waren dann eben auch die Aussagen in diesem Heft und in anderen, so die Aussagen von jungen Menschen, die auch sagen, mein Gott, die Dinosaurier da oben, wie lange leben die denn noch? Oder umgekehrt, jemand versucht eben sehr viel Freiheit in die Gruppe zu geben, dann kommt aus der Gruppe, mach doch jetzt mal endlich eine Ansage, ja, was hier passieren soll, besser oben ohne, die Führung fühlt sich wieder ohnmächtig. Dann gab es so die Idee von einigen Interviewten, die sagen, ja, ein bisschen einmischen ist ja schon okay. Also, was heißt das jetzt? Und dann eben auch letztlich das Fazit, es gibt viele Möglichkeiten, ein Unternehmen zu führen. Das war das Fazit. Das hätten wir vielleicht auch vorher schon machen, ziehen können. Gleichzeitig ist es spannend, eben diesen Prozess in diesem Heft zu verfolgen, finde ich. Ja, und da dazwischen stecken jetzt ein paar Überlegungen.
aus dem, was wir von Kollegen hören, uns austauschen und so weiter, wie wir versuchen weiterzudenken und wie wir eben auch dieses Thema Coaching integrieren. Und da ist die erste Hypothese, und wenn Sie dann Lust haben, sich mit der auseinanderzusetzen, wäre das ganz spannend, finde ich, zu hören, wie Sie darüber denken. Wir haben nach wie vor, wenn wir die aktuelle empirische Forschung anschauen, die Aussage, dass als größter Zufriedenheitsfaktor bei der Arbeit offensichtlich immer noch die Führungskraft gilt. Als ein wichtiger Impulsgeber für dieses, ich fühle mich verstanden, wertgeschätzt, aufgenommen und so weiter. Und was wir so durchgängig hören, interessanterweise erzählen uns das auch die Führungskräfte in unseren Curricula, ist, dass die Führungskräfte selber schon sagen, also es geht weg von Command, Control, Execute hin zu Sense-Making, Enabling, Motivating. Und das finde ich ganz spannend. Der ist nicht von uns der Dreiklang. Den haben wir wiederholt gehört in den Unternehmen. Und ich kann dem nur zustimmen. Und ich finde, über diese drei Begriffe allein kann man schon sehr schön diskutieren. Was bedeutet Enabling? Und wenn man die jungen Menschen fragt, die Resonanz, die bei uns bei den Nachwuchsführungskräften kommt, heißt halt eben, sehr viel Feedback möchte ich bekommen, sehr viel Rückmeldung. Ich möchte gestalten können, aber ohne, dass man mich in den Misserfolg laufen lässt. Ja? Also da bitte ich doch, dass mir ein Mentor, Rolle Mentor der Führungskraft, sagt, was da die Erfahrungen sind, die ich kritisch überprüfen kann und Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Oder eben Sense-Making, das glaube ich, ist gerade im Augenblick überall Thema, brauche ich nicht vertiefen. Und Motivating, auch was ist da gemeint? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, da hat es ein Manager-Seminare-Heft gegeben letzten Monat mit einem sehr spannenden Titel. Hat es jemand gesehen mit den vielen Mohrrüben im Mund? Ja. Und man denkt, okay, also gut. Es ist nicht das gemeint mit dem Locken. Und was uns total begeistert hat, ist, dass Bosch ja letzte Woche in der Presse verlauten hat lassen, dass sie die individuelle Zielvereinbarung mit Entgeltkoppelung aufheben. Die wird es nicht mehr geben. Ist das nicht toll? Kleiner Artikel, ich vermute, das wird jetzt richtig Wellen schlagen. Herr Denner hat das verkündet. Er hat gesagt, wir sind überzeugt, dass wir uns auf die empirischen Untersuchungen verlassen können, wo drin steht, das wirkt sogar negativ. Also ich vermute mal, Herr Sprenger wird irgendwie denken, mein Gott, 15 Jahre hat es gedauert, ja, bis das durchgekommen ist. Das ist toll. Und es ist ein Riesenkonzern und ich bin überzeugt davon, das wird kein einfacher Weg werden. Das wird auch sehr viel Widerstände, Proteste, Schwierigkeiten geben. Aber es ist doch toll, dass so ein großer Konzern mal sagt, ja, das ist für uns nicht Motivation. Und was ich jetzt möchte deutlich machen für mich, ist, dass das Thema ganz stark eben auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. Also jeder von denen, und ich finde klar, das hilft einem, wenn man ein Schema hat, Generation Y und Generation Z und so, vielleicht manches besser zu verstehen, aber solche Schemata gelten ja nicht, um alle in Schubladen zu stecken, sondern eher als Aufforderung, schau dir an, was hast du da für einen Menschen vor dir und versuch, dessen Interessen zu verstehen und auf die einzugehen und die irgendwie übereinzubringen mit dem, was jetzt im Unternehmen gegeben und möglich ist. Und das, glaube ich, ist schon eine eben ganz wichtige Aufgabe, die wir als Führungskraft haben. Und es kostet Zeit und sich einlassen und ist sicher auch nichts, was man einmal macht und dann ist erledigt. Gern. Ich habe gerade zwei Studien dazu, die unterstreichen, das ist der Ilmarinen hat 2010 so zusammengetragen, gerade das gilt vor allen Dingen für die über 50-Jährigen, weil die haben meistens Gehaltsstufen und Karrierestufen ausgereizt. Ja. Und der Professor Kaluza aus Marburg hat jetzt gerade dieses Thema indirekte Unternehmensführung in der Studie genau zu diesen Zielvereinbarungen und Steuerungssystemen als ein Faktor für Stressbelastung identifiziert. Ja. Ja, und es unterstützt es total und auch die ganze Perversion, wo das hingelaufen ist. Ja, das ist einfach völlig absurd geworden. Ich habe eine Bitte. Ich finde das ganz tolle Tipps von Ihnen. Ich traue mir aber nicht zu, die beiden Autoren anzuschreiben. Wären Sie so freundlich, ans Flipchart zu gehen und die anzuschreiben? Das wäre super. Also ich glaube, das Interesse von allen, dass wir die haben. Ja. Und wenn, um das gleich noch zu ergänzen, gibt von dem Dan Pink heißt der, glaube ich, gell, ein sehr schönes Video-Scribing-Dingsbums zum Thema Motivation, wo man auch reinschauen kann und der auch... Ja, genau. Also vielen Dank. Gell. Gute Idee, mache ich gerne. Ja.
Also, und wenn Sie es da vorne dran schreiben würden, ah, das wäre genial, dann fotografieren wir es mit ab und packen es rein. Also es ist für mich so, was aus den Unternehmen kam, nicht von uns, was darunter verstanden wird. Und wenn wir jetzt eben sagen, was sind unsere Hypothesen, was wird zukünftig Führung ausmachen, dann ist es eben das Thema für Sinnstiftung und Orientierung sorgen, das spricht für sich selbst. Die passenden Menschen für das Unternehmen, den Bereich, das Team und die Aufgabe auswählen. Also ich habe, Bernd, auf deinem Vortrag bei Führungsautorität sehr genau zugehört, was du erzählt hast zum Thema Passung. Ja, und das hat mir sehr aus dem Herz gesprochen, weil es einfach nicht geht. Ich kann nicht jeden Menschen alles machen lassen. Und es ist wichtig zu schauen, was passt zu wem. Also war ich sehr berührt, weil das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört und da stehen wir manchmal ziemlich alleine. Weil das Thema ist einfach, finde ich, meine Sicht, viel der Motivation kommt aus der Aufgabe, die Freude macht, die ich gerne und begeistert mache und die sollte passen. Und natürlich kann es dann Entwicklungsstufen geben, wo man sagt, da passt die Aufgabe nicht mehr, die Kultur nicht mehr, ja, dann geht es halt woanders hin. Das ist einfach in Ordnung. Aber erstmal ist die Passung das Wichtigste aus meiner Sicht. Die richtigen Menschen zusammenbringen. Wir haben jetzt hier das nicht vertieft. Wir haben so 5 Arbeitshypothesen im Augenblick. Wo geht das Thema Führung hin? Und aus unserer Sicht ist eben das Thema vom Great Woman, von der Great Woman Theory hin zur Great System Theory. Also wir sind überzeugt davon, dass das Team einfach sehr viel mehr schaffen und stemmen kann als jeder Einzelne und dass man dieses Schöpfen von Teams noch gar nicht bewusst genug und die Potenziale schöpfen noch gar nicht bewusst genug macht. Und wir haben auch die Theorie, dass es dazu andere Vorgehensweisen braucht, andere, ich sage bewusst Werkzeuge, ja, damit man das wirklich kann. Denn das Team einfach lassen, kommt zu einer guten Lösung, finde ich, ist nicht hilfreich. Ja. Also das wäre für mich die richtigen Menschen zusammenbringen und eben dann auch ermöglichen von Verantwortung und Gestaltung für diese Menschen. Fortlaufendes Lernen stärken, das halte ich für extrem wichtig und für die Motivation genauso wie fürs Unternehmen. Auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Sie alle kennen sicher dieses Schlagwort Führen im Mehrgenerationenhaus. Das begegnet uns ganz oft im Unternehmen, wo eben auch die Führungskräfte sagen, Mensch, ich habe da jemand, der ist 55, der hat ganz andere Interessen als jemand, der jetzt mit 25 frisch von der Elite-Uni kommt, ja, und irgendwie sich realisieren will. Und wie kriege ich die denn zusammen? Und dieselben Führungskräfte sagen, auch wir brauchen die beide in Projekten. Ja? Wir brauchen auch die Erfahrenen. Das geht doch nicht, dass wir die Jungen all die Fehler wieder machen lassen und alles wieder erfinden lassen, was wir schon gekonnt haben. Sondern wir brauchen die Erfahrung zusammen. Aber nicht immer synchronisieren sich die einfach. Auf individuelle Bedürfnisse eingehen und die Führung auf Augenhöhe und nach Bedarf. So, und da sind wir dann aus unserer Sicht eben ganz stark beim Thema auch der internen Coaching-Methodenkompetenz. Das ist auch eine Hypothese aus unserer Sicht, nämlich der Rollenimperativ gilt nicht mehr. Führungsrollen werden immer stärker innerhalb der entsprechenden Systeme ausgehandelt. Also was mal gesetzt war, das ist der Vorstand, das ist der Professor, das ist der und deswegen, weil dieser Mensch etwas sagt in seiner Rolle, wird er sofort wichtig, ernst und alle handeln entsprechend danach genommen. Das funktioniert immer weniger aus meiner Sicht und wird zunehmend mehr in dieses Aushandeln reinmünden. Übrigens immer noch mal gesagt, wir sprechen hier vom mitteleuropäischen Raum. Also noch mal einfach, um das zu sortieren. Also das heißt für uns, dass sich eben die Führungsrolle, und das bedeutet für die Führungskraft eben in der Tat eine weitere Herausforderung, sich on demand, könnte man sagen, den vorliegenden Strukturen und Erforderungen anpassen muss. Wir haben im Augenblick den Arbeitstitel Liquide Führung als Modell. Wir haben in der Pause ein bisschen drüber gesprochen. Viele Unternehmen gehen jetzt in die Matrixstrukturen, wenn sie nicht schon da sind. Matrix heißt einfach anders führen, mit anderen Problemen, mit ganz vielen Konflikten umgehen und dann eben mal moderativ unterwegs sein, mal als disziplinarische, mal als fachliche Führungskraft, mal als Projektleiter, mal als Projektteammitglied. Und jedes Mal soll ich mich ganz flexibel in meiner Rolle auf diese Erfordernisse einstellen. Ich glaube nicht, dass es einfach ist und ich glaube gleichzeitig, dass es möglich ist und dass es uns gelingen wird, weil viele das heute schon realisieren, aber eben auch oft erzählen, dass sie sich dabei durchaus sehr gefordert fühlen. Also was wären die Hypothesen dazu?
Die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Rollenanforderungen in unterschiedlichen Kontexten umzugehen, wird immer wichtiger. Sengi hat schon gesagt, wissensbasierte Unternehmen brauchen verteilte Führung. Das wäre für mich auch so eine Form von verteilte Führung. Multirationale Konflikte werden massiv zunehmen. Das erlebe ich auch gerade. Und deswegen glaube ich, auch eine ganz wichtige Teilrolle wird das Thema der Mediation werden. Also multirational meint, dass eben ganz viele Logiken im Unternehmen sehr viel mehr Raum nehmen und dass ja die Logik in sich immer denkt, es gibt nur eine Logik. Ich habe die ökonomische, aber da gibt es Menschen, die haben plötzlich eine ökologische, eine steuerrechtliche, eine juristische und so weiter. Vielleicht, wenn Sie nur an die Erfahrung denken, wie das Thema Compliance im Unternehmen manchmal gehandhabt wird. Also es ist das Feindbild, dass man die möglichst spät hinzuholt. Und bitte schön, dass Sie sich in gar nichts einmischen. Ja, so. Und dass das einfach gemeinsam in diesen Ratio, in diesen unterschiedlichen Anforderungen entwickelt werden muss, das fällt den Menschen noch sehr schwer, zumindest meine Sicht der Dinge. Tragfähige Entscheidungsmodelle sind solche, die viele Perspektiven berücksichtigen und einbeziehen. Ich würde da auch wieder auf diese multirationalen Anforderungen mich gerne beziehen. Auch auf einen Vortrag, der bei dem Führungsautorität war. Ich glaube, das war Herr von Schlippe, der gesagt hat, wir brauchen Entscheidungskompetenz per Prozess und nicht per Person. Und das meine ich damit auch, also einfach tragfähige Modelle, die viele Perspektiven integrieren aus unterschiedlichen Ratios oder unterschiedlichen Anforderungen. So, das bedeutet weiter, dass wir hier ein Modell mal entworfen haben und das bitte ich Sie, oh, das sieht man aber ganz schlecht, sehr kritisch zu diskutieren, nämlich dieses Modell der liquiden Führung. Wir haben mal zwei Dimensionen aufgemacht. Eine, die wir die Methodendimension nennen und einmal die Zweckdimension. Und wir haben aus diesen beiden Dimensionen heraus versucht, eine Art Einteilung in Quadranten zu machen und zu schauen, wohin verschieben sich denn die Rollen. Also ich beginne mal bei dieser Methodendimension im ersten Teil hier unten, Quadrant 1, würden wir sagen, das hat eine Strategie- und Zielorientierung. Wichtig sind fachlicher Input und Feedback, eben auch zur Zielerreichung, gegebenenfalls Kontrolle, Informationsaustausch und Weitergabe. Versus die Methodendimension, die wir da gegenüberstellen, ist eher die der Kooperation und der Reflexion. Also Reflexion, damit meine ich mehr dialogisches Feedback, nicht? Dass ich gemeinsam entwickelt zu einem Sachverhalt versus Feedback zu einem Thema oder einem Verhalten ein Weg. Und auf dieser Zweckdimension haben wir mal aufgeführt das Thema hierarchische Kooperation in Bezug auf Aufgaben angemessen bearbeiten und die andere Dimension Hierarchie unabhängige Kooperation Impulse zur persönlichen Entwicklung bekommen. Und daraus können sich jetzt eben diese vier Quadranten in etwa ergeben. In dem ersten hier ist das Thema disziplinarische Führung und gegebenenfalls eben oben ein Mentor, der eben fachlich konkrete Hinweise, Input und Unterstützung gibt. Und in diesen Quadranten 2 und 3 sind dann all die Rollen, die eben in dieser liquiden Führung sehr viel wichtiger werden in diesem Modell der Kooperation und Reflexion, wo es eben auch um hierarchieübergreifende Kooperation geht. Und da ist eben drin zum Beispiel Projektleiter, fachliche Führungskraft, Supervisor, Moderator, Mediator, aber eben auch Coach. So, als gesehen Teilrollen von Führung. Ja, und jetzt käme die letzte Hypothese, die ich gerne in den Raum stellen würde. Ich mache das gleich mal alles. Nämlich, so wie wir dann eben auch im Buch das Thema internes Coaching aufgegriffen haben. Internes Coaching wird zu einer zentralen Kompetenz im Kontext der Zusammenarbeit und Führung. Das wäre die Hypothese 3. Und wir haben diese beiden Facetten, nämlich einmal in dem oberen grüneren Bubble steht drin interner Coach. Das heißt, es ist ein Mitarbeiter des Unternehmens, der neben seiner Hauptfunktion auch die Rolle als interner Coach wahrnimmt. Gegebenenfalls, auch hier haben wir Beispiele, zum Beispiel, dass es Stabsstelle oder Vollzeitstelle als interner Coach gibt. Also wir arbeiten mit solchen Unternehmen und vielleicht auch das Thema Reverse Coaching da noch reingefügt. Das würde heißen, ein, sagen wir mal, fachlich nicht so erfahrener Mitarbeiter, Mensch, Coach, jemand, der fachlich und in seiner Erfahrung beispielsweise als Führungskraft sehr viel mehr Erfahrung hat.
So ist das gemeint. Also wir drehen das um. Und darunter eben dieses Thema, die Führungskraft als Coach, was bedeutet dieses Modell sehr bewusst anzuschauen, der liquiden Führung, der Führung on demand, je nachdem, was der Kontext erfordert. Bin ich im Projekt, bin ich in der Matrixstruktur, wie ist gerade mein Zusammenspiel? Es ist aus meiner Sicht eben dann die Teilrolle des Coach, die immer wieder relevant und wirksam wird. Und wir haben die Coaching-Methoden als notwendiges Werkzeug auch für den Umgang mit Komplexität. Und dann eben auch dieses Thema, was für mich da mehr die Haltung beschreibt, ist weg von der Great Woman hin zur Great System Theory. Wir schauen, dass wir das Wissen, was in der Organisation da ist, die Erfahrung eben zusammenbringen in Einheiten, die wirklich den Mehrwert schaffen, den man sich vorstellen könnte. Das wären jetzt die drei Hypothesen. Und der Vorschlag wäre, also wir haben das vorher so vorbereitet, es gibt eben drei Metaplanwände. Da könnte eine Gruppe sich davor und eine dahinter sammeln. Und dann würden wir die hier noch nach vorne bringen. Da könnte auch eine davor und dahinter sich sammeln. Und vielleicht die noch nach draußen nehmen, dass wir uns akustisch ein bisschen entzerren und diese Hypothesen diskutieren. Und wir würden Ihnen Kärtchen und Stifte mitgeben und würden Sie bitten, alles, was Sie so entdecken, in der Gruppe dran zu schreiben, dran zu hängen. Ich fände es ganz wunderbar, wenn da auch sehr viel Protest, Widerstand kommt. Und wenn Sie aber konkret hinschreiben, was ist nicht passend, was ist irritierend, was stimmt aus Ihrer Sicht nicht. Ich gehe jetzt weiter zum Thema, wie wir internes Coaching auch für unser Buch verstanden haben. Und da gleich wieder das gleiche Modell. Einfach, das ist aus zwei Facetten. Wir sind möglicherweise eben von der Begrifflichkeit da anders unterwegs als vielleicht Sie, aber die Idee ist prinzipiell, es gibt den internen Coach, den wir auch oft getroffen und im Buch auch interviewt haben, und es gibt eben auch die Teilrolle, ich würde es immer als Teilrolle der Führungskraft bezeichnen, nämlich eben die des Coach. Wir haben uns verschiedene Facetten angeschaut und bringe jetzt ein paar Untersuchungen. Also wir haben eine Umfrage gemacht 2014 bei ein bisschen über 30 Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind welche dabei, die sind gerade mal 40 Mitarbeiter bis eben 80.000 weltweit, und haben dann nachgefragt zum Thema internes Coaching. Wie sieht denn der Trend aus? Und wir sehen hier sehr deutlich, dass eben das Thema Implementieren von internem Coaching in den letzten Jahren, zumindest laut unserer Untersuchung, zugenommen hat. Auch in der Marburger Studie 2013 zeigt sich deutlich, dass eben das Verhältnis interne Coaches versus externe Coaches sich dahingehend verändert hat, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die als interne Coaches arbeiten. Sie unterbrechen mich wieder jederzeit, gell, wenn irgendwas nicht klar oder nachvollziehbar wäre. Das ist ja eine bedenkliche Entwicklung. Wie bitte? Das ist ja für uns externe Coaches eine bedenkliche Entwicklung. Ich sehe das anders, aber also, darf ich da eben antworten drauf? Also ich glaube, was wir spüren, ist einfach, dass insgesamt damit auch eine Kulturveränderung stattfindet. Und nicht alle, die Weiterbildung gemacht haben, arbeiten auch als Coach. Oder manche gehen rein und gehen in die Rolle auch wieder raus. Also ich finde das eher sehr positiv. Ja. 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 Mit welchen Themen beschäftigen sich denn die internen Coaches? Weil es gibt ja jetzt im Unternehmen, da gibt es schon einen Vertrauensmann, ja, da gehen die Leute hin, und die Mitarbeiter, der hat dann auch so eine Konfliktlösefunktion, oder auch Trainer, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Also was konkret unterscheidet denn den internen Coach bei Ihnen von diesem bisher? Also wir unterscheiden den erstmal jetzt nicht in irgendeiner Hinsicht, sondern wir haben jetzt vor allem die Befragungen, und da komme ich gleich nochmal drauf. Es gibt bestimmte Themen, die von sogenannten Coach-Vermittlern, wenn es die denn gibt, oder HR, eher an interne und andere, die eher an externe Coaches vergeben werden. Den Trend kann man durchaus sehen. Gerne. Wenn das stimmt, diese Aussage, folgt ja daraus, das geht jetzt an deine Adresse, Bernhard, dass der Coach-Bedarf exponentiell ansteigen wird. Könnte man als Hypothese in den Raum stellen. Ja. Ja. Wenn alle Unternehmen das erkennen, ja, und wenn das ein Trend wird, haben wir exponentielle Entwicklung im Coaching.
Also was ich halt... Das heißt, für die Ex-Freunde extern würde das ja bedeuten, dass auch hier der Bedarf ansteigt. Ja, also was wir zumindest wahrnehmen, da gibt es aber jetzt keine Untersuchung drüber, ist, dass in der Tat einfach unter dem Begriff Biotop-Lernpfad man sehr viel mehr mixt an Methoden und dass eben anscheinend aus Sicht der Unternehmen Coaching halt die wirksamere Personalentwicklungsmaßnahme ist. Ja? Nachhaltig wirksamer. So, ich kenne jetzt keine Studien dazu, ich nutze wieder die Expertise aller. Wenn jemand eine kennt, gerne zurufen. Ja. So, und wir haben jetzt mal aus der Befragung auch zusammengetragen, was denn als Fallstricke und Nutzen von internem Coaching aus Sicht der Betroffenen und Beteiligten gesehen wird. Also die typischen Fallstricke aus Sicht der Organisation, das kann eben sein die mangelnde Distanz zwischen internem Coach und Coachee, dass die miteinander klüngeln und keinen neuen oder keine Interessen des Unternehmens verfolgen, so wurde das ab und an benannt. Was auch sein kann, ist eben, dass es eine Eingenommenheit durch Vorwissen gibt. Also bei den großen Unternehmen ist es ja oft so, dass sie versuchen, Coaches zu matchen, interne, die sie in ganz andere Bereiche dann auch vermitteln, sodass man sich nicht kennt. Aber bei kleineren Unternehmen, wie wir jetzt zum Beispiel haben, sagen wir mal, einen Standort auch, wo die Hauptverwaltung an einem Standort ist und da 800 Mitarbeiter sind und das auch gemacht wird, man kennt sich nicht zwingend persönlich mit Namen, aber man hat sich schon mal gesehen und jemand hat dann gegebenenfalls auch ein bestimmtes Image. Ja? Und dann geht man mit diesem Image auf die Person zu und ist dann durchaus voreingenommen. Was wir auch gehört haben bei der Befragung, ist eben, dass oft auch mehr Wissen gibt. Also dass zum Beispiel im Bereich, ich sage das jetzt sehr allgemein immer, HR, bestimmtes Wissen über Umstrukturierungen existiert oder zumindest über Themen, über die man nachdenkt und dann gegebenenfalls da dieses Wissen mit einfließt in das interne Coaching, was dann sehr gefährlich wäre auch für eine, glaube ich, allparteiliche Beratung. Die Rollenkonflikte sowieso, da hat uns zum Beispiel jemand erzählt bei einem Interview, dass er einen Auftrag hatte als interner Coach und er hat ein Auftragsklärungsgespräch gemacht mit dem Vorgesetzten, mit dem Coachee, mit ihm und HR. Und er wusste, dass dieser Vorgesetzte es halt abgelehnt hat. Er hat dann gesagt, als er wusste, für wen das war, hat er gesagt, nee, er glaubt, er kann das einfach aus Befangenheit nicht machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch andere Verführbarkeiten gibt, die dann auch wirksam werden können. Ja, Selbstbetroffenheit des internen Coach, ich glaube, da kann sich jeder ganz viele Situationen vorstellen, die das sein mögen und dann eben auch durchaus noch das Bewusstsein, dass man eben für andere Hierarchieebenen arbeitet, die dann auch machtvolle Auswirkungen haben können für den Coach, je nachdem, ob es ein Erfolg als solcher kommuniziert wird oder vielleicht als Misserfolg. Ja. Wenn Sie was Wichtiges vermissen, auch sofort natürlich gerne einbringen. Was haben wir als Nutzen erfahren in der Befragung? Natürlich, dass eben die Kenntnisse des internen Coaches über das Unternehmen, die Kultur, die Akteure, das System als sich sehr hilfreich sein können, um eine schnelle Anschlussfähigkeit herzustellen. Das wurde oft gesagt, auch eine größere Transparenz bezüglich der Qualifikation des internen Coaches ist, also dass man sich sicher ist und sicher weiß, was diese Person schon alles gemacht hat. Also auch wenn sie Wechsel hatte in andere Fachbereiche, sagen wir mal aus dem Vertrieb in HR und danach wieder weiter in andere Bereiche, dass man einfach weiß, sie hat diese Erfahrungen tatsächlich und konkret gesammelt. Was auch oft benannt wurde, ist die Flexibilität und die schnelleren Verfügbarkeiten der internen Coaches. Also es war ganz interessant, bei den Interviews gab es zum Beispiel auch einige HRler, die gesagt haben, naja, die Externen, die wir gerne hätten, die kriegen wir ja sowieso nicht mehr. Die sind eh alle immer schon auf Wochen hin ausgebucht. Also schauen wir gleich, dass wir das mit Internen machen können. Ist zumindest mal eine Überlegung, die, glaube ich, 2-3 Mal im Raum stand. Also das heißt einfach, wenn das Unternehmen gesagt hat, ja, Sie gehören unserem Coaching-Pool an, dann wird zumindest in großen Unternehmen ein Stundenkontingent verhandelt, dass der interne Coach arbeiten darf als interner Coach. Das weiß dann auch der eigene Vorgesetzte. Und es bedeutet gegebenenfalls, dass man da halt schnell jemanden hat, der emotionale Erstversorgung vielleicht auch leisten kann.
Einfacher Zugang zu Coaching für Mitarbeiter aus niedrigeren Hierarchiestufen. Auch das wurde ganz oft benannt. In vielen Unternehmen ist es immer noch das Thema, Coaching ist für Führungskräfte. Oft heißt das sogar anders, wenn es eigentlich um Coaching der Mitarbeiter ginge. Wird zum Beispiel benannt mit Mitarbeiterberatung oder sowas. Und da haben die Unternehmen geschrieben, dass in dem Augenblick, wo es einen Coach interne, einen Pool für interne Coaches gibt, dass einfach auch für Mitarbeiter leichter diese individuelle Entwicklungsbegleitung zugänglich wird. Gegebenenfalls Möglichkeiten einer nachhaltigeren Betreuung, das hat dann auch wieder mit dem Kostenaspekt zu tun, zum Beispiel bei Mitarbeitern, das kann man natürlich kritisch diskutieren in jedem Fall, das wird aber oft genannt. Was auch oft genannt wird, ist, Optimierungspotenziale des Unternehmens können schneller erkannt und gemeinsam realisiert werden. Also in größeren Unternehmen haben wir jetzt die Erfahrung, dass eben diese internen Coaches sich auch regelmäßig zusammensetzen, da einmal Supervision machen, aber eben auch ihre Themen auf einer sehr informellen, lockeren Ebene austauschen und dann auch gemeinsam diskutieren, wo können wir was bewegen und was ändern und was anstoßen, wo können wir vielleicht auch schnell irgendwie gute Ergebnisse erzielen. Positive Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, das glaube ich sehr wohl. Ich glaube, dass einfach das Thema auf Augenhöhe, Umgang miteinander, wertschätzend, respektvoll, wenn das von der Weiterbildung her mit Impulsen gesetzt wird, ins Unternehmen getragen wird. Dann ganz klar sagen viele Unternehmen, Stärkung der Unternehmensmarke und der Mitarbeiterbindung. Wir erleben immer wieder, dass eben auch die Menschen, die Ausbildung machen, dann nicht zwingend als interner Coach arbeiten wollen, aber eben das Gefühl haben, sie haben was ganz Besonderes bekommen, das auch ihrer persönlichen Entwicklung gedient hat. Wir kommen da auch noch auf andere Sichtweisen, aber das ist zumindest häufig genannt. In die Identifikation und Steigerung der Motivation der Mitarbeiter, die als interne Coaches arbeiten. Und das Thema Kostenersparnis wurde ebenfalls häufig genannt. So. Ich habe mal eine Frage. Gestern Abend hatten wir am Tisch ein interessantes Gespräch im Zusammenhang mit Mitbestimmungskultur. Ist abgefragt worden bei dieser Frage, ob das Unternehmen ein stark mitbestimmtes Unternehmen ist, das heißt Arbeitnehmerbeteiligung im Aufsichtsrat, ob die funktionsfähige Betriebsräte haben, ob es aktive gewerkschaftliche Strukturen in dem Betrieb gibt oder nicht? Nein, das haben wir nicht abgefragt. Weil die Frage Vorbehalte in die eine oder andere Richtung, Steuerungssystem, Coaching zur Minimierung real existierender Konflikte zwischen Kapital und Arbeit wäre ja mal ein Aspekt, ob es einen signifikanten Unterschied in der Einschätzung von solchen Unternehmen gibt, die da eine relativ klare, eindeutige Geschichte haben und solche, die diese halt nicht haben. Also ich finde das eine interessante Facette. Wir könnten das mal anregen bei dieser Marburger Studie. Da sind wir nämlich auch in Kontakt und Austausch. Und da könnte man das tun. Also wir werden das sicher nicht weiter tun, weil ich finde, die Unternehmen werden eh schon immer gefragt und gefragt. Und das wird einfach zu viel. Ja. Aber da könnte man das einspielen. Also wenn das nicht gut fotografierbar ist, bitte sich einfach runterziehen hernach, sehr gerne. So, wo sind die Fallstricke und Nutzen aus Sicht eines internen Coaches? Also wir haben da natürlich auch viele befragt. Das ist wirklich sehr spannend gewesen, fand ich. Also Vertraulichkeit versus Bekanntheit scheint ein großer Fallstrick zu sein. Zum Beispiel haben uns mehrere interne Coaches erzählt, dass sie beim Mittagessen von manchen Menschen gemieden werden, die sie coachen, ja? weil man irgendwie nicht zeigen möchte, dass man jetzt den Coach kennt und mit dem in Kontakt ist. Also das ist dann eine sehr sensible Geschichte. Es ist, auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen, bis ich das gehört habe. Und das ist einerseits, haben die auch erzählt, immer wieder ganz schön, weil man sehr viel Rückmeldung und positive Anerkennung kriegt, dass man diese Aufgabe macht und sehr wertschätzend. Auf der anderen Seite eben solche Erfahrungen, dass einem Menschen plötzlich aus dem Weg gehen, mit denen man gerade noch ein ganz gutes Coaching hatte. Und ich kann mich erinnern, die erste Dame, die wir da interviewt haben, die hat dann auch erzählt, wie irritiert sie war von dieser Erfahrung. Das kann ich zutiefst verstehen. Ja. Die hat erstmal auf sich bezogen, hat was falsch gemacht, was ist um Himmels Willen zwischendurch passiert? Gar nichts, es war alles in Ordnung. An der Stelle würde ich vielleicht noch ergänzen,
Also mir geht es umgekehrt, also ich spreche jetzt mal wieder von in Anführungszeichen Studierenden, dass die Studierenden manchmal irritiert sind, wenn ich sie so auf dem Flur treffe und gar nicht so frage, wie geht es ihnen? Und das kläre ich immer vorher und sage, also wenn ich sie auf dem Flur treffe oder irgendwo anders, dann wundern sie sich nicht, ich frage sie nicht. So, ja? Das passiert alles nur in dem Setting von Coaching, von internen Coaching. Weil es ist ja auf beiden Seiten dann also nicht nur von der Seite des Coaches, sondern auch von der anderen Seite. Also es wäre ein wichtiger Hinweis für die internen Coaches, hier auch zu einer Vereinbarung zu kommen. Ja, was passiert außerhalb des Coaching-Raums? Ja. Wenn man sich trifft, und man trifft sich ja häufig, sei es beim Mittagessen oder sei es eben im Flur oder bei Veranstaltungen oder wo auch immer. Und das muss man eben vorher klären, wie man miteinander kommuniziert. Extrem guter Hinweis, ja. Loyalität gegenüber der Organisation versus Loyalität Coachee. Also ich glaube, das kennen wir auch alle als externe Coaches. Es ist so, jemand kommt wegen eines Anliegens und plötzlich ist man in einem Coaching, wo es darum geht, gehe ich oder bleibe ich aus dem Unternehmen. Und dafür werde ich ja ursprünglich nicht zwingend bezahlt, jemand bei der Entscheidung zu, wenn es nicht explizit gemacht ist, zu begleiten, sich ein anderes Unternehmen zu suchen. Und das kommt wohl intern auch oft vor. Gehe ich oder bleibe ich? Wie gehe ich damit um? Gibt es Hoffnung, dass sich hier was verändert und solche Dinge? Interessanter Faktor war auch Karriere versus internes Coaching. Also einige, die als interne Coaches arbeiten, haben uns erzählt, dass das nicht unbedingt förderlich für die Karriere wäre. Also das finde ich auch bemerkenswert, einfach unter dieser Perspektive, man wird in eine bestimmte Rolle gesteckt, ja, und da wird man so ein bisschen am besten abgekapselt. Das den hält man irgendwie von Hierarchie fern. Möglicherweise wird das ähnlich von dem Kontext her gesehen. Ja, und dann natürlich, dass es oft auch ein Thema ist, dass die Coaches merken, die Internen, dass viel geredet wird über ihre Arbeit und dass sie feststellen, dass sehr transparent gemacht wird, wer war erfolgreich mit was und bei wem hat es mir gut gefallen und bei wem weniger. Und das ist natürlich ganz schön belastend. Also das wird, die internen Coaches haben gesagt, so viel wird über Externe gar nicht geredet wie über uns. Lass mal vielleicht die Schweigepflicht nochmal anders definieren. Weil als externer Coach sage ich meistens, das geht mehr für mich als für Sie. Mhm. Der Coach hier hat mehr Freiheit, darüber zu berichten. Mhm. In dem Fall hat es aber eine unmittelbare Rückkopplung, in dem Fall negativ für den Coach. Mhm. Und das wäre dann, finde ich, eine Frage, wie man das vorher vereinbart. Mhm. Das kann ja keine gute Motivation sein. Nein, aber selbst wenn man da nur Aufmerksamkeit hinlegt, finde ich, wird es schon komisch, oder? Gerne. Ja, ich würde das gerne noch ergänzen. Also man kann, also aus meiner Rolle heraus, also weil es eben das Gebot von Vertraulichkeit und Diskretion gibt, zumindest geht es mir so, dass ich in Anführungszeichen über den Erfolg oder die Wirkfaktoren meiner Arbeit eigentlich nicht wirklich reden kann. Und ich muss es so anonymisieren, und das ist ja nicht immer einfach, weil wir eine kleine Hochschule sind, also könnte man theoretisch schon nachvollziehen, wer war das oder wen betraf es. Und das finde ich auch für mich eine Herausforderung oder ein Spannungsfeld, dass ich so ein bisschen im Verborgenen auch mache. Und manchmal bedauere ich das sehr. Ich würde gerne viel mehr von Erfolg und von Wirkfaktoren auch berichten. Und das bleibt dann so alles bei mir. Das finde ich eher schade. Ja. Und da habe ich auch so keine Idee. Also ich sage natürlich klar, die Klienten reden über mich, das ist nicht nur was anderes positiv, aber ich selbst bin da eher sehr zurückhaltend. Ja, gleichzeitig eben, wenn das sehr große Unternehmen ist, die systematisieren das dann schon, den Erfolg ihrer internen Coachings, ja, machen das transparent. Das ist halt, wenn es nur wenige sind, die in dieser Rolle arbeiten, nicht ganz so einfach. Selbst bei einem großen Unternehmen ist immer noch die Frage, was ist dann der Erfolg des Coaches? Ja, klar. Also sicherlich nicht unbedingt, da sind wir bei dem anderen Thema Loyalität gegenüber Organisation und Coaching. Wenn der Coach hier in seiner Komfortzone verbleibt, dann fühlt er sich wohl und findet den Coach ganz toll, aber das ändert sich. Könnte sein. Nie, ne? Deswegen ist da für mich immer gleich das Thema ganz am Anfang, und das ist ein Fallstrick in meiner Praxis, eben eine saubere Aufklärung oder einen Vertrag. Entweder es ist ein gleichschenkliches Dreieck, was dann zustande kommt, oder es ist das am Anfang. Ja, in der Tat. Ja. Was wurde als Nutzen genannt? Es ist oft attraktiv, diese Weiterbildung zu machen, auch im Sinne der Wertschätzung. Die Mitarbeiter sagen, guck mal, das Unternehmen investiert in mich, diese Weiterbildung. Es dient der Persönlichkeitsentwicklung, wurde ganz häufig gesagt. Dann die eben als interner Coach arbeiten und wo es das gibt, fanden es sehr hilfreich, diese regelmäßige Supervision auch weiter zu haben, wo sie auch wieder gesagt haben, auch das dient meiner persönlichen Entwicklung.
Es wird als Job Enrichment verstanden, so wurde es mehrfach benannt. Das heißt einfach Abwechslung. Ich habe noch was anderes, das ich tun kann, das mich erfüllt. Spezifische Möglichkeiten zur Mitwirkung bei der Gestaltung der Unternehmenskultur, eben auch wenn es diesen Austausch gibt zum Beispiel, und besonderes Vertrauen und besondere Wertschätzung durch die Kollegen. Jetzt Stichwort Aufbau eines internen Coaching-Pools. Wenn ich irgendwo zu langsam bin oder zu schnell, würden Sie mir das bitte rückmelden, ja? Denn sonst mache ich da auch zügiger. Wir haben auch gefragt, hat Ihr Unternehmen einen Coaching-Pool? Da sehen Sie, was so die Angaben war. Bei diesen Unternehmen, die wir befragt haben, gab es rund 26%, die Nein gesagt haben. Ja, für interne und externe Coaches waren 34%, ja, für externe Coaches auch wieder 26% und ja, für interne 11,5%. Also, das finde ich jetzt schon ganz enorm, dass es das tatsächlich gibt. Was waren spezifische ergänzende Aussagen? Die Aussagen waren, dass es aus Sicht der Befragten Sinn macht, sowas zu etablieren ab etwa einer Mitarbeiteranzahl von 500 Personen. Was sahen die Betroffenen als Nutzen an? Steigerung der Akzeptanz des Coachings allgemein und insbesondere eben auch die Wertigkeit des internen Coachings, wenn das nicht so zufällig der eine oder andere ist. Die Empfehlung, dass man, wenn man diesen Pool hat mit internen und externen, dass man dann die Vergleichbarkeit der Arbeit in der Evaluierung besser gegeben hätte und dass man eine schnellere Auswahl von Coaches möglich hat, also dass man insgesamt in der Schnelligkeit deutlich vorankommt. Und eben, dass das dann auch, wenn man so einen Pool hat, eine gute Grundlage ist für Evaluierung und Qualitätssicherung. Was waren die Ergebnisse zur Frage, was sind die Voraussetzungen für interne und externe Coaches? Bin mir gar nicht mehr sicher, Carola, haben wir das getrennt gefragt oder ist das in einem? Das haben wir getrennt. Und das ist intern? Hm. Ja. Okay, also ganz häufig natürlich wurde das Thema Coaching-Weiterbildung genannt oder zertifizierte Coaching-Weiterbildung. Ganz oft wurde auch genannt Psychologiestudium mit Abschluss oder Coaching- und Beraterkompetenzen. Wissen über das Unternehmen, die Branche wurde als wichtig benannt, Erfahrung als Trainer und Coach, dann hohe soziale und persönliche Kompetenz, wir kommen da später nochmal drauf. Einige Unternehmen haben ein richtiges Verfahren, wo man sich bewerben muss als interner Coach und das ist ziemlich ähnlich dem, den externen machen. Die machen da gar keinen Unterschied. Manche haben nochmal gesagt, Führungserfahrung wäre wichtig, systemischer Beratungsansatz, Empfehlung wurde auch genommen, Expertise in HR und Führungskräfteentwicklung, Rollenverständnis, mindestens 30 Jahre alt, aber auch ein Thema, und Bereitschaft, eine Coaching-Weiterbildung zu absolvieren. So, was waren die Zugangsvoraussetzungen für den internen Coaching-Pool? Wenn man diese schon hatte, was wurde spezifisch gefordert? Also manche Unternehmen haben ein Coaching-Leitbild. Dann war die Frage, wie weit sich die Menschen mit diesem Coaching-Leitbild identifizieren können. Dann gab es das Thema Integrität und Loyalität zum Unternehmen. Das ist natürlich immer extrem schwer fassbar. Ich wollte drei Fragen. Ja. Was für Kriterien ist das denn festgemacht worden? Das ist also bleibt viel der Stichwort Betriebsrat. Ist die Bereitschaft und die Gewähltheit in einem Betriebsrat bereits Anzeichen dafür, dass man nicht loyal zum Unternehmen steht, ja oder nein? Also, das kann ich nicht beantworten, ja. Also es wäre dann immer spannend, weiter zu fragen und in die nächste Runde gehen und eben Zeitfenster zur Verfügung stellen können. Das heißt, hat man einen Vorgesetzten, der bereit wäre, zum Beispiel 3 Stunden oder 5 Stunden monatlich einen freizustellen für die Arbeit als interner Coach. Was haben wir an Auswahlverfahren gefunden? Auswahlinterview wird gemacht. Und zum Beispiel mehrere haben gesagt, es ist das Gleiche für externe wie für interne Coaches. Ein erfolgreich durchgeführtes Pilotcoaching und regelrechte Auditverfahren. Also, das finde ich ganz spannend. Also, anscheinend ist da in Teilen schon großer Wert drauf gelegt. Also, eben manche, die sagen, Weiterbildung reicht, andere sagen, nein, Weiterbildung reicht überhaupt nicht. Wir müssen dann zusätzlich ein Auswahlverfahren starten. Haben die Unternehmen Ihnen die internen Coaching-Leitbilder mitgeschickt?
Haben Sie die mal verglichen? Sind die sich sehr ähnlich? Oder? Okay. Ich bin auch überzeugt davon, dass das gar nicht alle haben. Oder? Was meint Sie? Wäre eine Vermutung von mir. Insofern finde ich das bemerkenswert, wenn die das zumindest erheblich viel geschrieben haben. Ja. Mhm. Oder Sie vermuten, dass Sie eins haben. Oder ist doch klar. Wir kennen eins auf jeden Fall, also ganz konkret. Aber es haben halt mehrere gesagt. Okay. Ja, da waren jetzt, da glaube ich, braucht man nicht im Detail drauf gehen. Was haben die gesagt, was Inhalte der Coach-Profile sind, wie die Personen dann konkret gefragt werden. Also das eben auch nochmal nachgestellt. Und hier gibt es auch nochmal Beispiel standardisierte Auswahl-Interview-Fragen, was da Menschen auffragen. Also hat jemand sehr konkret beschrieben, was fragen wir, und zwar externe und interne Coaches, und hat dann auch beschrieben, welche Antworten sie als richtig stimmig passend empfinden und welche eher weniger. Also was ich sehr spannend fand, war eben auch, hat erzählt zum Beispiel, was ist ihr Interesse und Motivation, Coachings durchzuführen? Und dann hat er uns den Antwortkatalog gezeigt. Also negativ war, ich habe Lust, mit Menschen zu arbeiten, zum Beispiel. Aber das er sagt, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele externe Coaches das als Antwort geben. Ja. Also insofern fand ich das toll, dass Sie das wirklich gut ausgearbeitet haben und sich damit sehr stark auch identifizieren. So, was zum Beispiel dem Autor Frank Fessler extrem wichtig war, war dieses Thema Coach-Vermittler. Er sagt, es ist einfach oft so, dass die Unternehmen dann so ein bisschen sagen, jetzt haben wir den Coaching-Pool und eigentlich kann das doch da jeder selber raussuchen. Vielleicht kennen Sie das auch, also wir kennen das auch, da gibt es dann halt eine große Datei mit Bildern und Erfahrungen und der Coachee macht dann Klick. Wo möchte ich gerne? Und das ist jemand, der sich da sehr dagegen wehrt, weil er sagt, es ist einfach ein Hauptthema aus seiner Sicht, diese Passung Coach und Coachee und Vermitteln der gegenseitigen Erwartung und Vertragsarbeit. Deswegen braucht auch für interne Coaches man einen Coach-Vermittler. Wir haben auch gesehen, dass das nicht alle Unternehmen so machen. Ne? Manche, für interne ist das ganz einfach, das Matchen ist, die gibt's, wen wollen sie. Und eben ganz wichtig aus seiner Erfahrung, ganz wichtig, dass es eben begleitet wird, auch mit internen Coaches, um die Erwartung, die Auftragsklärung und so weiter sehr gut zu machen. So, ja, jetzt halte ich mal ganz kurz inne. Jetzt kämen noch Themen der Qualitätssicherung. Das ist auch so ein Thema, das ist eigentlich bei externen und bei internen ziemlich gleich. Die Frage ist, wie weit Sie da noch reinschauen wollen oder ob ich gleich zu den Beispielen springe. Unter Anbetracht der Zeit. Kurz noch eine Frage zu der Auswahl der internen Coaches. Ja. Ist über die Abfrage deutlich geworden oder erkennbar geworden, lassen sich die Unternehmen extern unterstützen bei der Auswahl oder machen die das tatsächlich intern nur über ihr HR? Also die Frage wäre, um Unternehmensblindheit auszuschließen beim Aufbau meines Pools, wäre ja eventuell hilfreich, mich dabei extern unterstützen. Wir kennen keinen Fall von externer Unterstützung. Also ich springe da drüber, dass Sie sehen, was ist drin, dass einfach nochmal die Themen, wie kann man Qualitätssicherung und Evaluierung betreiben, da haben wir eben die Struktur, Prozessqualität und Ergebnisqualität mit den entsprechenden Fragen. Ich glaube, da sind Sie alle jetzt so viel Profi, dass es für Sie selbstverständlich ist. Qualitätssicherung, auch das halte ich für ziemlich selbstverständlich, was wir heute auch Vertragsarbeit und so, gell? Wir sind ja überwiegend, glaube ich, eine Berater-Community jetzt hier. Das ist, glaube ich, sowohl für die internen sowieso, aber auch für die externen, das ist ziemlich selbstverständlich. Da haben Sie heute auch schon mal drüber gesprochen, über das Modell, so nochmal aufgeführt und expliziert mit Fragen und so weiter. Dann habe ich noch einen kleinen Aufsatz über magische Momente geschrieben zum Thema Qualitätssicherung und ein starkes Werben für die Supervision. Was wir nämlich feststellen, ist, dass interne Coaches das nicht regelmäßig und schon gar nicht bei kleinen Unternehmen wahrnehmen dürfen. Und wenn Sie selber in der Rolle arbeiten, dann wissen Sie, dass es wunderbare magische Momente gibt, die ganz beflügelnd sind, wo man da sitzt und beide wissen, Coachee und Coach, jetzt sind wir einen Schritt vorangekommen, es hat sich massiv und stark was bewegt und wir sind ganz glücklich und zufrieden und im Flow. Aber es gibt auch die anderen, ja? Die, wo man rausgeht und denkt, oh, das ist nicht gut gelaufen, oh, wie stand ich da, beschämende Momente. Momente der Frustration oder der auch sehr abrupten negativen Rückmeldung.
Und ich finde auch gerade dafür braucht man eine Supervision, um das auch aufzufangen und nicht zu verbleiben in einer vielleicht eben wenig kraftvollen Haltung und das auf sich bezieht und sagt, oh, ich habe es halt nicht geschafft oder so und vielleicht sollte ich mir doch überlegen, ob ich das nochmal mache und so weiter. Also eben gerade für diese Momente, und wir haben da ganz einfache Konzepte entwickelt, wo, glaube ich, dann eben auch, was man ja immer im Unternehmen denkt, oh Gott, so aufwendig, so viel Zeit und ist das wirklich produktiv und lohnt sich das, wo man dann drüber rausschauen kann. Will ich jetzt aber auch nicht weiter vorstellen. Jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch die Beispiele für die Implementierung von internem Coaching im Unternehmen bringen. Und wir haben ja gesagt, wir haben einmal die Führungskräfte, die Haltung und Werkzeuge lernen und dann gegebenenfalls auch das Thema Pool. Also ein Beispiel, sehr spannend, haben wir überschrieben mit It's all about the money. Das war nämlich das Fazit des Interviews, das wir mit zwei Führungskräften geführt haben. Das eine war der Geschäftsführer des Unternehmens und das andere sein Direct Report. Und was uns der Geschäftsführer als erstes gesagt hat in dem Interview, der hat gesagt, mit jedem meiner Mitarbeiter, der an eurer Coaching-Weiterbildung teilnimmt, wird Führen für mich anstrengender. Also da können wir jetzt viel drüber nachdenken, wie das zustande kommt und wo das herkommt. Und das war dann natürlich auch gleich eine interessante Diskussion. Das Aushandeln wird verstärkt, haben wir den Eindruck. Das Aushandeln, das in welchen Rollen begegnen wir uns. Ja. Auch eine Aussage war, ich erfahre nach dieser Weiterbildung immer wieder, wie schwer es mir fällt, mein Expertenwissen zurückzuhalten. Die Gefahr ist, dass man den anderen dahin bringen will, wo man selbst die beste Lösung sieht. Und ich glaube, durch die Coaching-Weiterbildung wird es halt sehr bewusst, dass es auch andere beste Lösungen gibt. Und die Frage dann aber ist für mich eben auch, in welcher Rolle bin ich? Primär disziplinarische Führung oder eben Coach, und das vorab auch sehr bewusst zu machen. Was er auch gesagt hat, am Anfang ist so zu führen schwieriger, nicht zuletzt auch deshalb, weil es mehr Zeit kostet, aber man kommt das nachher von seinen Mitarbeitern zurück. Mitarbeiter wachsen, werden selbstständiger, die Vorbereitung auf Themen verbessert sich und die Qualität des Feedbacks. Und, was ich auch sehr schön fand, er hat eben auch gesagt, die Kultur hat sich verändert. Die Diskussion ist eine ganz andere. Wir reden mehr über Zusammenhänge, über Komplexität und wir stellen fest, die Mitarbeiter stehen viel stärker hinter Lösungen und Entscheidungen. Es gibt viel weniger Widerstände, wenn man zum Beispiel in einen Veränderungsprozess geht, weil man den Mitarbeiter selbst mit diesem Prozess eingeleitet hat. Das ist viel, es rechnet sich. Und er sagte dann, at least it's all about the money. Also Originalton. Das ist einerseits provozierend, aber andererseits finde ich das auch wirklich gut und ich möchte sehr klar machen, es ist immer wieder schwierig, den eigenen Nutzen als interner Coach, Personalentwickler, Organisationsentwickler und so weiter deutlich zu machen. Und in bestimmten Logiken ist halt das Thema Kennzahlen und es rechnet sich wichtig. Und ich fand es toll, dass er eben dann auch diesen Fokus hier gelegt hat und gesagt, es rechnet sich. It's all, at least it's all about the money. Gerne einhaken oder was auch immer. Ja. Dann hier gibt es eben ein ganz konkretes Beispiel und da war auch die Aussage der HR, es kann ja nicht jeder hier interner Coach werden, also wir müssen genau schauen, wen wir für dieses interne Coaching gewinnen wollen. Das ist so beschreibend, was ist es jetzt für ein Unternehmen? Also es sind 7500 Mitarbeiter, es gibt 6 bis 8 etwa interne Coaches und mehrere externe Coaches in dem Pool. Was ich immer noch interessant finde, ist, dass Coaching oft defizitorientiert nach wie vor eingesetzt wird, aus meiner Sicht. Ja, irgendwas läuft nicht, also gibt es einen Coach. Aus meiner Sicht nur die wirklich Großkonzerne machen das in Teilen schon anders, in Transition Coaching oder ähnlichen Dingen, aber hier eben auch so. Das Budget geht von der Kostenstelle des Vorgesetzten weg. Und es gibt eben keine zusätzliche Vergütung der Arbeitszeit. Das ist insofern interessant, als hier Vertrauensarbeitszeit ist und die internen Coaches eigentlich alle sagen, naja, wir machen das on top. Da ist das, finde ich, schon sehr schwierig, weil das dann in Richtung wirklich Ausnutzen geht. Und die machen das halt gerne und leidenschaftlich in vielen Fällen. Ja, aber das, finde ich, sollte man ehrlich aussprechen und vergleichen und ansprechen. Das ist der erste Schritt, um was ändern zu können. Was sind die Auswahlkriterien? Erfahrung als Coach haben, Einsatz bei Führungskräften, Führungserfahrung,
Coaching-Weiterbildung und was dort immer sehr wichtig ist, was ich sehr schön finde, ich sage immer, und wir möchten, dass alle Coaches ihre Methoden transparent halten, dass sie also sagen, was sie tun, weswegen sie das tun, weswegen sie das jetzt einsetzen oder vorschlagen. Und da ist es eben jetzt auch nochmal der Matching-Prozess beschrieben. Also die Anfrage kommt entweder vom Mitarbeiter oder vom direkten Vorgesetzten. Und dann finde ich eben auch sehr schön, Sie sagen, wir prüfen, ob Coaching wirklich das richtige Verfahren ist für diese Thematik und diese Zielvorstellung. Wir überlegen, wie ein Coaching-Prozess ablaufen kann. Und dann gibt es eine erste Auftragsklärung durch HR. Die nehmen sich hier also viel Zeit. Und wenn Sie diese Auftragsklärung gemacht haben, dann sucht man 2 bis 3, und zwar interne wie externe Coaches aus dem Pool. Und der Coachee kann die dann kennenlernen. Zeitaufwendig, andererseits, glaube ich, sehr hilfreich. Und dann gibt es eben das offizielle Roundtable-Gespräch mit der Vertragsarbeit. Also das, glaube ich, das ist ziemlich, würde ich sagen, stellvertretend, so wie in vielen mittelständischen Unternehmen das Thema internes Coaching läuft. Und jetzt noch ein Beispiel für einen Vollzeitcoach. Das ist einem Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern. Das ist dann eben auch immer wieder eine interessante Frage. Wo wird der Coaching-Pool, wo werden die internen Coaches geführt oder auch Vollzeitcoach? Ja, wo sind die in der Hierarchie angesiedelt? Hier ist es direkt beim Personalchef. Die sehen dort Coaching ausschließlich als Instrument der Führungskräfteentwicklung. Wenn Coaching für Mitarbeiter angefragt wird, dann heißt das Mitarbeiterberatung. Dort gibt es keine Vollzeitcoaches, das tun dann andere interne Kollegen auch zusätzlich. Ja, internes und externes Coaching wird gleichzeitig angeboten und gleichwertig und der Coachee entscheidet sich. Ich fand das ziemlich heftig, 90 bis 130 Coachees pro Jahr, das heißt, sie hat 3 bis 5 Coaching am Tag. Ja. Regeln, was ich sehr gut finde, eben auch gesagt hat, ich brauche auf jeden Fall regelmäßig Supervisionsworkshop und ich suche mir auch, und das bezahlt das Unternehmen auch, so 4-mal im Jahr Einzelsupervision. Sie sagt, dadurch, dass Sie das etabliert haben, ist das mittlerweile ein Thema geworden, dass das so selbstverständlich und nicht mehr defizitgeprägt, nämlich das wird von den Führungskräften aktiv nachgefragt, um einen Sparringspartner zu haben für Entscheidungen, um zu überlegen, wie entwickle ich mich, wo gehe ich hin, aber natürlich auch bei schwierigen Situationen. Und was Ihr Traum ist, ist, dass jetzt noch eine zweite festangestellte Kollegin hinzukommt, weil Sie haben jetzt die Nachfrage nochmal angefacht, hat sie gesagt, indem sie ein Stresspräventionsprogramm ins Leben geführt haben für Führungskräfte und das immer auch mit dem Angebot des Coachings verbunden haben. Und das wird wohl extrem gut nachgefragt und führt dazu, dass sie im Augenblick am Kämpfen sind, ob es eine zweite Vollzeitstelle gibt. Finde ich total spannend und glaube, sie macht einen wunderbaren Job da, aber auch eben einen sehr anstrengenden. Und da auch mit der Erfahrung, beim Mittagessen gehe ich besser irgendwie nicht dahin, wo ich gerade coache. So, das waren jetzt die Themen, die ich Ihnen vorstellen wollte. Jetzt können wir entweder nochmal miteinander arbeiten oder eben, wenn Sie wollen, einfach über das Forum gemeinsam miteinander in den Dialog gehen. Ja.